Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit der Harmonika von Klagenfurt nach Berlin. Ja, wir sind heute in der Landeshauptstadt von Bayern, nämlich in München. Warst du schon mal in München? Ich war schon oft in München, ja. Also was fällt dir zu München ein? Lass mich überlegen. Also mir fällt ein das Hofbräuhaus, ein gutes Bier, schöne Frauen, ein guter Fußballverein. Also welcher Fußballverein meinst du da? Den Bayern München natürlich. Okay, jetzt schon mal vielleicht die 60er, aber über Fußball möchten wir uns heute nicht unterhalten, sondern uns ist heute die Musik am Herzen liegt, die uns. Und heute schauen wir mal, was wir alles für Talente in München finden. Mhm. Also was wir auf jeden Fall finden werden, sind nämlich die drei Zwiedern. Urgesteine, also die gibt es ja schon so lang, also das ist ja Wahnsinn. Und die treffen wir heute und wir wünschen jetzt viel Spaß, gute Unterhaltung mit unserer Sendung, mit der Harmonika von Klagenfurt nach Berlin. Hey, schönen guten Abend, grüß euch, servus. Habt ihr ganz kurz Zeit? Ja, sicher habt ihr Zeit, oder? Hey Männer, wie geht's euch? Gut soweit. Was macht ihr gerade so? Seid ihr gerade, geht's ihr noch weg oder was habt ihr noch vor? Wir gehen essen. Geht's ihr essen, okay. Also, was, ihr kommt ja aus München, oder? Was hört ihr für Musik? Alles. Alles, also was heißt alles so? Schlager und Volksmusik auch? Ja, also alles außer Schlager. Alles außer Schlager? Alles außer Schlager. Ja, auf der Wiesn haben wir natürlich schon Schlager. Oder ich würde gerade sagen, ihr seid ja München, wenn ihr auf der Wiesn seid. Habt ihr also Lederhosen aus Steuerholm? Ja, natürlich, aber nicht tagtäglich sehe ich das an. Okay, ja, das ist ja was Besonderes auch sein, oder? Natürlich. Und was kennt ihr so, wenn ihr an Schlager und Volksmusik denkt? Was fällt dir da für ein Titel auf die Schnelle ein? Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach raus, deine Augen ziehen mich aus. Atemlos, spür was lieb, atemlos. Oh. Okay. Sorry, Jungs, ey, ich bin da nicht das Ding. Also. Guten Abend, die Damen, grüß euch. Habt ihr ganz kurz Zeit für uns? Ja, sicher habt ihr Zeit. Wo müsst ihr denn hin, dass ihr gerade Zeit habt? Ins Wohnheim. Ins Wohnheim müsst ihr schon ins Bett, oder wie habt ihr jetzt eine Nacht drüber, oder was ist da los? Nein, haben wir nicht. Was hört ihr für Musik so? Die Hits von heute, also ganz bunt gemischt. Okay, kennt ihr mit so Harmonika, hört ihr sowas auch? Nein, eigentlich nicht. Liebe Zuschauer, wir haben da heute zwei Damen, die singen jetzt, ich singe ein Lied für die von Andreas Kaberli. Und ich gebe euch jetzt das Mikrofon und jetzt ist your time. Sicher, das macht ihr, wir helfen euch, okay? Also, Michael. Ich singe zu dritt, okay? Okay, ihr macht es jetzt. Schau, ich gebe jetzt euch einmal das in die Hand. Und ihr singt, also gute Unterhaltung mit der Lisa und mit der Michaela. Ich singe ein Lied für die. Genau, sie singen es jetzt für Marco. Du singst es. Sing ein Lied für die und da fragst du mich. Magst mit mir tanzen gehen? Ich glaube, ich stehe auf die. Ich sing ein Lied für die und da fragst du mich. Magst mit mir tanzen gehen? Ciao! Also, das war sensationell. Also, ihr wart. Ja, nun, also das entscheidet sich erst, wenn die Zuschauer dann gewotet haben. Oh mein Gott! Also ich weiß, da kommt dann. Ja, da ist ganz entscheidend immer die Ausstrahlung. Okay. Also die Ausstrahlung, die stimmt hundertprozentig bei. Da passt's ja. Hey, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und schön, dass ihr mitgemacht habt. Einen schönen guten Abend, die Damen, grüß euch, wie geht's euch? Ja, gut, danke. Wo kommt ihr denn her? Von den Niederlanden. Niederlanden? Und ihr macht Urlaub in Deutschland? Ja, genau. Und wie heißt ihr, dein Name? Ich bin Laura und das ist Anke. Okay, also Laura und Anke. Und also, kennt ihr Schlager und Volksmusik? Ja, sicher. Natürlich. Das ist ja voll cool. Wir lieben Karneval. Okay, seid ihr dann immer in Köln so auf dem Karneval? Finden wir euch dann? Ja, und in München, Köln, jedes Okay, Jahr. Und wie lange seid ihr jetzt in München? Was muss das eigentlich? Vier Tage. Vier Tage. Und macht ihr Party, ja? Nee. Nur nichts. Bier trinken. Ja, das hat ja dann auch mit Party zu tun, oder? Ja, stimmt. Ich gehe nach Helene Fischer. Kennst du den? Ja, natürlich. Kommt in Köln.
In Oktober? Okay, warum muss er das sein? Ja, weil ich hätte eine Bitte an euch. Ihr seid so zwei wunderschöne Frauen. Und wir würden uns jetzt unglaublich freuen, wenn ihr jetzt mit Marco zusammen, also Marco würde jetzt mit seiner Harmonika das Viva Colonia, kennt ihr Viva Colonia? Viva Colonia, ja. Also wenn ihr beide jetzt, für unsere Zuschauer zu Hause, da drin in der Kamera, wenn ihr jetzt Viva Colonia, ist ja egal, also ist ja ganz egal. Also ich bin mir sicher, dass sie das kann. Sie kann das, oder? Ja. Also ihr beide, ihr macht das. Ihr macht das. Also ihr seid wirklich wunderschöne niederländische Damen. Ja, das ist... Also ihr... Und der Marco... Ich stehe nur da... Also wir helfen euch. Und der Marco spielt mit der Harmonika. Wir machen ein also wir singen so wird. Ja, liebe Zuschauer, jetzt kommen die zwei... Also wirklich... Die schönsten niederländischen Damen, was ich bis jetzt gesehen habe, nämlich die Anke und die Laura. Und sie singen jetzt von den Höhnern Viva Colonia. Also ich nehme euch mal das Mikrofon. Ihr macht es. Zusammengehen? Genau so. Also. Telefon. Bei das ist Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir brauchen an der Liebe Gut und haben immer Durst. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir brauchen an der Liebe und wir haben noch immer Durst. Jawohl! Bravo! Ja, weißt du, was das war? Sensationell war das. Das war wirklich cool. Also mir hat es super gefallen. Hey, aber mach das Ding mal aus. Wir sagen immer, wir brauchen an der Liebe Gut und haben immer das. Wir meinen wohl nix zu Papa, Hand, Jämpfen oder Puff. Achso, ja. Ey, sau cool. Meine jungen Damen, einen schönen guten Abend. Habt ihr ganz kurz Zeit? Woher kennt sie mich? Woher kennt sie mich denn? Wie heißt sie denn? Also, das ist ja Wahnsinn. Aber ich hätte jetzt gerne mit euch ein Interview gemacht. Unterbrechen. Also man sollte. Sie kommen aus England. Was machen Sie denn in München? Ich habe Arbeit weitergekommen in Freising. Und ja, ich wohne in der Nähe. Aber Freising ist ja auch ein bisschen weit entfernt, oder, von München? Ja, aber das Geld ist gut. Also das Geld ist eben entscheidend. Ich will in München zu leben. Es ist besser als Freising. Ist schön, hat München schöne Männer? Ich weiß nicht. Hast du noch nicht geschaut? Ich bin abends angekommen. Was, kennst du irgendeinen Schlag- oder Volksmusiklied? Mm-mm. Gar nicht so. Und dann die Hände zum Himmel. Kennst du nicht? Country Roads? Country Roads, ja. Könntest du das jetzt mit ihm zusammen, also er würde mit einer Harmonika spielen und du würdest dazu singen, könntest du das machen? Oh mein Gott, ich kann nicht singen. Ist ja ganz egal, das ist ja bei unserer Sendung nicht entscheidend, also nur der Wille zählt bei uns. Also unsere Charlotte aus England, Großbritannien, singt jetzt einen unglaublichen Klassiker, Country Roads, Take Me Home. Also, singst du auch? Nee, also ich schaue nur zu, mir helfen dir. Aber ich gebe das Mikrofon, also das Mikrofon ist deins. Country roads, take me home to the place where I will live in West Virginia. Mountain road, take me home, a country road. Jawoll! Okay. Ey, Charlotte, das war Weltklasse. Du warst bis jetzt echt die beste Sängerin, was wir jetzt in der ganzen Staffel gehabt haben. Liebe Zuschauer, wir waren gerade auf dem Weg von München nach Hause und dann ist mir eingefallen, dass heute der Stammtisch von den drei Zwiebeln ist. Und dann haben wir uns gesagt, jetzt schauen wir mal her und sie waren auch wirklich da. Lieber Hans, lieber Helmut, schön, dass du da seid und dass wir euch heute mal wieder sehen. Ja, noch viel schöner, dass du hergefunden hast da. Ja, es war zwar ein bisschen schwierig, aber ich habe euch gefunden. Ja, bergauf, weißt du, das ist dann gar nicht einfach. Also liebe Zuschauer, die drei Zwiebeln, also sie stehen, wie lange steht schon auf der Bühne, Männer? Also wir mit als Zwiebeln sind wir 40 Jahre. Und vorher haben wir schon 5 Jahre miteinander gemacht, ein bisschen moderne Musik und auch bayerische Musik, alles Mögliche. Und eine lange Zeit, aber wir haben uns immer gut vertrunken. Das ist das Wichtigste, da man sich ja noch so lange Zeit nur in die Augen schauen kann, oder? Ja, er sieht nicht mehr so gut.
Ja, das Wichtigste ist ja die Musik, und das geht's ja. Und ihr habt ja alle möglichen Fernsehungen hinter euch, viele Tourneen. Ich glaube, es wird bei uns in der Branche nicht so viel geben, die was so viel erlebt haben wie ihr. Ihr wart jetzt erst vor kurzem noch auf der AIDA, auf dem Schiff. Nagelneue AIDA, die gerade von Japan gekommen ist, über den Suezkanal auf. Dann sind wir nach Zypern geflogen und dann haben wir das Mittelmeer ein bisschen abgetourt da. Haben natürlich auch Musik gespielt im Brauhaus und die machen da aus Meerwasser brauen die Bier. Wie schmeckt das dann? Ist das was Gescheites? Einwandfrei. Schon? Das ist wunderbar. Da, wenn's da ja, und so wie das Geburt dann auch schon. Ja, gewaltig. Letztes Mal habt ihr noch 10 Kilo weniger gehabt. Da haben wir dann extra vorher 4 Kilo mehr abgenommen, ja, damit er dann beim Schiff wieder ausgleicht. Ja, ich kenne euch ja auch schon ein bisschen länger. Also ich darf sagen, also wenn ich mit 6 Jahren war, waren wir auch zusammen, glaube ich, schon auf Tournee und alles. Und das war, und was ihr schon alles erlebt habt, wenn ihr so nachdenkt, nach dieser langen Zeit, wo ihr unterwegs seid, da haben wir Sachen erlebt. Und was sind so die drei Sachen, was euch ewig in Erinnerung bleiben oder wo ihr viel einfach daran denkt? Also in erster Linie muss ich mal denken an die ganzen Sachen mit Karl Moik, die ganzen 16 Musikantenstadl, wo wir dabei waren. Und dann Japan hat mich sehr beeindruckt. Ich meine, wir waren von Japan bis Hawaii. Wir waren eigentlich überall. Und in jedem Land ist schön, aber am schönsten ist, wenn man wieder heimfliegt und sieht man die Berge und ist bei uns da einfach schön. Wir haben für ein gottbegnadetes Umfeld haben wir da. Mit Moik war es ja viel unterwegs. Und ihr wart auf seinem Abschlusstournee auch dabei, wo auch der Hirs dabei war, oder? Genau. Der Hirs hat sogar von uns eine Lederhose gekriegt. Also zu uns hat er ihm die passt? Ja, nicht von mir. Das ist halt ja, mir kommst du zur Zeit vor, also ich habe die Ehre gehabt, dass ich letztes Jahr mit dir sehr viel spielen dürfen habe, und mir kommst du zur Zeit so vor, dass die Zwiedern jetzt wieder richtig anpacken. Ihr seid wieder viel unterwegs. Wie kommt es auf einmal, dass man jetzt ja doch eher eigentlich so ein bisschen da denkt, dass man vielleicht einmal zur Ruhe kommt? Ja, kommt man vor, dass man nur mehr, dass ihr nur mehr Gas gibt? Die anderen haben mit 40 Midlife-Crisis in puncto Frauen und so und so dahin, und wir haben mit 60 oder über 60 Midlife-Crisis gekriegt. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, Mensch, wir sind ja noch gefragt und wir können auch was. Und wir lassen uns nicht ausbuchsen. Und jetzt haben wir wieder da. Und das ist auf jeden Fall gewaltig. Ich war letztes Mal immer wieder sonntags auch dabei. Ja. Beim Stefan. Und was ich, nächstes Jahr habt ihr 40-jähriges Jubiläum als die drei Zwiedern. Wir machen ein gemeinsames Schaftsjubiläum, die Blaskapelle Tengling, bei der ich schon bin, seit ich 15 Jahre alt bin. Und auch ein paar von unseren Kollegen noch dabei sind. Da machen wir 70 Jahre Musikkapelle Tengling und zugleich 40 Jahre drei Zwiedern und 70 Jahre Schusterhans. Und mein Bruder wird auch noch 30, haben wir miteinander 100. Das passt. Also, da machen wir dann ein großes Fest. Und da waren wir unter anderem auch die Alpski drin und die Innsbrucker Böhmischen und so eine heimische Kapelle. Und wir spielen natürlich dann das Weinfest, das traditionelle, dass da so eine richtige Stimmung aufkommt. Und wisst ihr schon, wann das Fest sein wird nächstes Jahr? Selbstverständlich. Vom 30. Mai bis zum 4. Juni, also Mittwoch bis Montag. Und da ist ja der Frontleichnamstag mit drin. Da, natürlich wird sie für uns gehört als heimische Blaskapelle, da wir beim Freien Leichnamsumzug spielen. Und dann schauen wir, dass wir die ganzen Diaderatenfänger von Hammeln mit ins Bierzelt einziehen, dass er noch weitergeht zum Mittagstag. Also ich freue mich heute ganz besonders, dass ich euch einmal persönlich kennenlerne, weil ich kenne euch eigentlich nur aus dem Fernsehen, damals als Kind schon, wo es die legendären Hits gehabt hat, wie Werd schon wehren, sagt Frau Kern, oder mein Habe ich das Geld, habe ich die Uhr, habe ich das Hosentierl zu und solche Sachen. Und wenn man so lange auf der Bühne ist, was würdet ihr neuen Künstlern, so wie mir, sein, so junge Leute mit auf den Weg geben, wie man so lange in der Szene bestehen kann, dass man da 40 Jahre durchhaltet? Man darf nicht abheben, man soll sein, wie man ist. Sich nicht verändern, nicht verbirgen lassen. Mhm. Ich meine, manchmal muss man so ein bisschen eine Richtung mitgehen, aber eigentlich, wir sind nie verrückt worden und haben einfach so da, und wenn man halt irgendwo hingeht und sagt, Mensch, ihr seid noch wie früher, mit euch kann man reden, über alles, auch zum Stammtisch gehen. Wie ich schon gesagt habe, wir haben mit 14 Jahren Blaskapelle angefangen, bin immer noch, gehe jeden Montag in die Blasmusikprobe. Mhm. Wenn ich ermüdet bin oder kaputt bin. Mhm. Oder ich war ja beim Trachtenverein oder Musikunterricht. Ja, Verein im Fußball gespielt. Und wir haben halt eins auch gemacht, wir haben das Arbeiten nie aufgehört. Wir haben alle nur jeden Tag gearbeitet und nach der Arbeit haben wir zum Musikspiel gegangen. Und wir haben Zeiten dabei gehabt in den 80er Jahren, da haben wir 240 Mal im Jahr gespielt und jeden Tag mit der Arbeit gegangen. Ja?
Andere machen da Profis, aber wir haben gesagt, naja, uns gefällt das, wir bleiben dabei und unsere Frauen waren auch dafür, wenn wir wieder daheim waren. Ja, und auch die Firmen, wo wir gearbeitet haben, sind deshalb nicht verkracht. Das ist auch sehr wichtig, ja. Die gibt es immer noch. Und habt ihr jetzt immer noch die gleiche Gaudi beim Musikspielen wie noch vor 30 Jahren? Oder ändert sich das? Immer noch mehr Gaudi. Ja. Weil wir muss einsteigen, also wir sind drei Zwiedern, wir sind auch zu fünft. Aha. Ist eigentlich auch der Karl Wink schuld, weil er gesagt hat, was ich her auf der Platte. Das möchte ich auch sehen. Und man spielt ja mit verschiedenen Instrumenten drauf. Und mittlerweile haben wir gesagt, das ist eine sichere Gaudi. Strong ist nicht so schwer. Und wir steigen im Bus ein und haben eine Gaudi. Und wir in Bayern, da haben wir einen Schafkopfer. Da brauchst du mindestens vier Leute. Dann passt das auch schon wieder. Und wie lange seid ihr schon zu fünft? So knapp 10 Jahre. Also ein bisschen sporadisch, aber die letzten 6 Jahre so haben wir. Da haben wir ja ganz viel beim Berger in Robertihof schon so fünf gespielt. Ja, der Mulk hat einmal gesagt, also mir, ich war selber nicht dabei, aber der Wappo hat mir erzählt, der Mulk hat gesagt, die Zwiedern sind so gescheit, dass sie da mal bis 15 gehen. Ja, ja, weil es hat ja mehrere Gruppen gegeben. Ja, aber wie kommt man eigentlich auf das? Also wenn ich mir überlege, Zwieder ist ja eigentlich nichts, was positiv ist, oder? Ja, das war ganz blöd. Der Helmut und ich haben früher moderne Tanzmusik gemacht, oder was man da die einen Männerkinder hat in den 70er Jahren, Hochzeiten und so. Und dann haben wir mal irgendwann einen Faschingsball gespielt. Und dann sagt der, du, im Sommer habe ich so ein Gartenfest, da könnt ihr zwei Mann brauchen. Und da haben wir da beim benachbarten Wirt schon mal für die Sommergäste gespielt. Da haben wir dann Jodel gelernt. Ich hatte furchtbar angehört am Anfang. Ich habe jetzt mal um 5 Uhr von der Arbeit gekommen, habe ich 5 neue Witze gelernt und die verzeiht und da ist aufgegangen. Und dann hat uns, da wo wir den Faschingsball gespielt haben, sagt der, wir haben ein Gartenfest. Da kannst du hier auch spielen für Frühschoppen. Dann haben wir gesagt, ja, das könnte man machen. Und dann sagt der Helmut, oh, zu zweit ist schon ein bisschen wenig. Dann haben wir zufällig in eine andere Kabine gewechselt, da war ein Gitarrist, ein reiner Hund. Und dann haben wir gesagt, den fragen wir, ob man mitspielt. Oh, freilich, spiel mit. Dann haben wir zwei haben über den Bassverstärker gesungen. Und der Schorsch, der hat damals über den Gitarrenverstärker gesungen. Also ganz, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Und dann ist den Frühschoppen, haben sie 11 Hektoliter Bier gesoffen, zugegangen ist und ich sage dem Glück. Das kann ich mir vorstellen. Der spielen halt wie euch die, oh, alle Kabinen hat doch gehört, die lustigen Moser oder die lustigen so, die lustigen so. Aber dann sagst du genau das Gegenteil, ich spielen die drei Zwiedern. Und dann ist uns nichts Besseres eingefallen und der Name ist eigentlich gut, wenn wir den nicht vergessen. Erstens, den Namen, den überhaupt in Bayern, glaube ich, wird es nicht viel geben, die was den Namen nicht kennen. Nein, das haben wir mittlerweile auch festgestellt. Sogar da auf der AIDA, wo wir jetzt waren, das sind die ersten drei Tage war das in bayerischer Hand. Total. Und kennt uns jeder. Ja, das ist sehr schön. Ich würde sagen, jetzt mal die Mann da einer, weil nicht, dass Zwiedringen da draußen, die. Na, sind sie mal ganz brav. Genüsslich drungen. Also, ich würde sagen, jetzt packen wir einen auf, oder? Ja, spielen wir einen. Natürlich spielen wir mit. Sehr gern. Dann gehen wir jetzt Vollgas. Jetzt sind sie endlich komplett, die drei Zwiedern, was eigentlich zu 15. Aber Manda, wir spielen jetzt ein Lied vom Slauker Ausnick, das was glaube ich jeder kennt. Auf der Autobahn. Seid ihr chillt? Dann warten wir so. Auf geht's, da geht's! We'll be right back.
jetzt kommt ein Lied und ich glaube, das ist euer bekanntestes Lied. Das heißt nämlich Hobby Skates, Hobby Tour, Hobbys. Hosentürtel zu. Ja, gewaltig. Also zu ist bei dir. Ja, ja. Und jetzt so eine gute Unterhaltung mit euren, mit eurem besten Lied. Auf geht's. Okay, eins, zwei, drei. Zuschauer, sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung. Liebe drei Zwiedern, beziehungsweise ich sehe da fünf Zwiedern, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lieber Hans, möchtest du vielleicht unseren Zuschauern da drin noch irgendwas sagen? Ja, wenn ich die Zuschauer da so sehe, die so auf dem Kanapee dort liegen und so, oh, da fallen mir keine Worte mehr. Ich sage einfach Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass alle daheim was anhaben, oder? Oder auch nicht? Ja, mit meiner Brille, die ich da habe, aber das sage ich nicht. Ja, da also Homepage habt ihr hier, Facebook habt ihr auch so. Jetzt haben wir www.3zwiedern.de und Facebook, ja, selbstverständlich, da finden wir uns auch, alles 3 Zwiedern, alles auch die Einzelnen. Und WhatsApp, da müssen wir halt noch privat kontaktieren. Also liebe Damen zu Hause, schickt uns einfach eine E-Mail, wenn ihr, wenn wer euch da am besten gefällt und dann leiten wir diese Bewerbung gerne weiter. Das machen wir. Liebe Zuschauer, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder am nächsten Freitag. Also Marco, wo sind wir eigentlich als nächstes? Ich schätze in Westdeutschland, oder? Irgendwo werden wir schon hinfahren. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächsten Freitag wieder, wenn es heißt, mit der Harmonika von Klagenfurt nach Berlin.